Hallo, liebe Subsistence-Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge für euch. Ja, wir wollen mal schauen, was wir in dieser Folge so alles machen können wollen. Wir wollen weiterhin unsere Stromautarkschaft hier weiter vorantreiben. Und ja, dafür müssen wir natürlich wieder Tiger sammeln, weil wir brauchen auch mittlerweile ja, um unsere Bögen zu reparieren, jedes Mal immer wieder Tigerseile. Leute, das ist nicht so einfach alles. Ja, das stimmt. Subsistence ist ein Spiel der ständigen Arbeit, Freunde. Ja, und das macht er nicht gerne. Ihr kennt ihn doch. Das Schlimmste ist halt immer noch die Baumwolle, dass man die nicht irgendwie vermehren kann, einfach so. Das ist nervt mich halt extrem an dem Spiel irgendwie. Da habe ich auch schon ein bisschen besorgt, Baumwolle. Muss in eine Kiste kommen. Besorgt? Ich meine, das ist natürlich alles gewachsen. Ach so, die Öfen sind ja auch scheiße. Was wollte ich denn jetzt machen? Anzünder. Warte mal, wie teuer ist ein Anzünder? Oh, ich habe keine Büsche mehr für den Anzünder, ey. Die sind übertreiben einfach mit den scheiß Ressourcen. Bike ist auch schon online, Leute. Der frühe Wurm fängt den Vogel irgendwie sowas, ne? Wehweh. So, ein Anzünder. Zap. Machen wir gleich mal so, zwei Büsche. Da hinten sind schon die beiden Büsche. Hatte ich nicht gestern was davon erzählt oder vorgestern, dass die Ressourcen für den Bogen nicht mehr werden, wenn die Leiste abnimmt? Ich glaube, ich habe mich wohl geirrt. Gestern hätte ich ihn noch mit drei Tigersägen reparieren können. Jetzt brauche ich schon vier. Oder hat Achte. der Entwickler das mitgekriegt und hat das schon geändert, Nee, in das dem kann ja gar nicht sein. Zwei-Minuten-Update? Du hast halt den gleichen Bogen wie ich, Level 3, ne? Ja. Ja, meiner braucht zwei Tigerseile zur Reparatur. Zwei. Ja, und deiner? Da braucht er nicht Meiner vier. vier. Was ist aber echt? meiner ist auch nur noch ein Viertel. Also Boah, das ist aber gemein, ey. steigen die Ressourcen. Das ist echt ein bisschen gemein. Naja, egal. Ich baue jetzt erstmal einen Dietrich schnell. Und schon ist der Stromhaushalt wieder im Keller. Möwe. Ja, Freunde, ihr seht Freunde. selbst. Ich habe schon mal ein bisschen weitergebaut. Da oben die Dachterrasse hier, den Turm sind wir gerade am machen, ne? Und ja. Ja, Hauptsache, du hast nicht meinen Part übernommen. Ne, dein Glas in der Kiste ist, glaube ich, noch da. Dein Glas in der Kiste ist, glaube ich, noch da. Ja, ist noch da. Erstmal gucken, wie das da oben aussieht hier. Habe ich da jetzt schon. Oh ja. Oh, da kann ich ja schon mal ein paar Sachen ransetzen. Dann habe ich die schon mal weg. Das ist, aber dann muss ich erst meine Taschen ein bisschen leer machen, sonst kann ich gar nicht so viele Sachen hier mitnehmen. Ja, Freunde, ich bin auch schon frisch rasiert. Ich habe ja offline ein bisschen weitergespielt. Ich musste ja noch eine Dreiviertelstunde auf den Möbel warten, bis der dann mal endlich aufgestanden ist. Ne? Ja, Und ja, ja. derzeit waren wir hier natürlich Gleich wieder so fleißig. eine Unverfrorenheit am frühen Morgen. Das, du weißt doch, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Oh. Hat man dir das nicht beigebracht? Voll den Gewalt. Wir Freunde, ihr seht es mittlerweile vermutlich selbst. Ey, du hast Zumindest. den Ofen gar nicht nachgeworfen, Mensch. Jetzt hast du ihn angezündet und Ja, dann. da ist gar kein Holz drin, Ja, Mensch. ich habe auch gar kein Holz mehr. Doch, 11 Stück noch, die schmeiße ich da Boah, jetzt das ist ein rein. Deadlift, Alter. Ich dachte, das wäre hier Waskan oder so. Oh, shit. Der weg. Oh, hat er Oh mich noch ja, das getroffen, geht Leute, gleich. ey. Hat mich noch am Rücken Geht gleich. getroffen, der Hund. Freunde, ich habe hier 14 Kotten, habe ich organisiert, Oh, was? Wo war der denn? über 50 Klebstoff und Metalle haben wir, also uns geht's gar nicht so schlecht, aber Perlen fehlen. Ich Ist der noch da oder was? habe keine Ahnung. Irgendwo ja da vorm Haus. Baby, baby. Oh. Der ist ja explodiert. Shit. Hast du. Alan. Ich muss Bretter im Ofen schmeißen, Alter. Das nervt auch mal die scheiß Öfen, ne, Leute? Ohne Scheiß. So. Da ist ja immer noch Oh, kein nichts da reingeworfen. Möwe! zwei Waffenteile, aber nur noch 12% Energie. Naja, egal. Oh ja, die Öfen müssen an. Wann ihr es jetzt selbst? Ich muss gerade herstellen. Munition habe ich noch genug. Wir könnten Deadlife angreifen, aber wir haben keine Kohle, ne? Keine Sprengdings. Was kannst du auch da?
Ich mach erstmal Essen, wir haben überhaupt nichts mehr richtig zu essen hier, das ist immer voll schlimm. Truthahn könnte ich essen. Nee, doch nicht. Der ist satt, der Typ. Nee, der braucht trinken, Leute. Sag das doch. Oskar sagt guten Morgen. Möwe. Ich schreibe ebenso. Möwe. Krieg die ganze Zeit Damage, weil ich hier. Leute, ihr seht's. Selbst, weil ich hier die ganze Zeit Durst habe. Junge, morgen, sagt er. Junge. Guten Morgen. Guck doch mal richtig hin da. Wie grüßt du denn die Leute? Ey, Junge, morgen. Du. Juge Morgen, hab ich geschrieben. Du. Und du. Du, kleiner Pupsi-Bärli, du. Freunde, ist die Möwe Pupsi-Bärli? Schreibt das in die Kommentare. Na, hol die Mul, du. Oh, hier ist ja immer noch kein Feuer drin. Ich dachte, du hast was gemacht. Nee, wie denn? Mann, ey, mir fehlen mir schon wieder Büsche. Oh, das ist ein Huhn, das brauchen wir unbedingt. Hoffentlich lebt das, wenn ich das jetzt treffe. Lebe, lebe, lebe. Nein, es ist tot. Mann. Jetzt suche ich die Büsche, jetzt brennt wieder das Fleisch an, ne? Es ist immer das gleiche, Freunde. Ihr seht es mittlerweile, ne? Ja, und dann habe ich hier einen Deadlift zerfetzt, Alter, ey, und dann kommt da ein Hund von hinten und beißt mich dann auch noch tot, Leute, sodass ich rasiert bin. Mal gucken, bin ich rasiert? Ja, frisch rasiert. Aber wir hatten ja eh nicht viel Energie und ich bin hier vorne tatsächlich angefangen bei dem anderen Deadlift raus. Musste noch nicht mal weit laufen. Danach habe ich aber gleich ein Bett gemacht, ein extra Leben wieder aufs Bett gesetzt, Leute. Das war mir zu riskant, weil ich ja alleine hier unterwegs war. Andere haben ja noch geschlafen. So, jetzt wollen wir nach... du, jetzt wollen wir uns hier auf Arbeit konzentrieren, wie immer. Ah, das ist aber ein weiter Weg nach oben hier auf dem Turm, du. Ja, aber geil, ne, oder? Ja, hat was. Wie? Natürlich, um Waskan hier zu imponieren, werden wir natürlich erstmal die Fronten hier nach da bisschen, ja, fertig machen. Alter, ich dachte, du kleidest den Turm jetzt ein. Ja, mach ich doch. Ja, aber du fängst ja oben an, du musst ja unten anfangen. Nein, erstmal oben. Ja, Möwe ist Statiker. Erstmal die Kuppel fertig machen. Die Möwe ist Statiker. Man fängt immer oben an zu bauen und dann... Na, guck mal, da unten läuft ein Deadlift rum. Das bin ich, du Nasenbär. Na, jetzt hör auf, darauf zu schießen. Es könnte was zurückfliegen, du Lümmel. Nach der langen Wasserlage. Klar. Reiße hier den Baum aus. Guck mal, da oben ist er. Guck mal, Freunde. Nein, dafür brauche ich natürlich. Oh nein. Aber jetzt mach keinen Scheiß, ey. Nein, alles gut. Aber ich wollte ja noch ein Fenster dahin setzen, aber dafür brauche ich ja. Ja, bau mal lieber die günstigsten Sachen. Du bist ruhig. Ach, warte mal kurz. Ich wollte ja oben noch weitermachen. Wir wollten noch eine Rundung haben, ne? Deswegen fangen wir lieber unten an zu bauen. Da oben muss ich noch was machen. Ich bin noch gleich fertig, du Möwe, du. Was? Ja, wir haben ja da oben kein rundes Ding. Ist dir jetzt noch gar nicht aufgefallen? Ich muss da noch ein bisschen was arbeiten. Pass auf. Ach nee, du kannst die Scheiben ja umsetzen, ne? Oder? Zur Not, ne? Kann man die umsetzen? Probier mal. Wie? Ja, da, also wenn du da jetzt eine Wand hinsetzt, kann man die dann noch umsetzen? Du willst alles komplett rund machen, oder was? Da ist überhaupt nichts rund. Also deine Scheiben kannst du versetzen, dann ist ja egal. Dann kannst du anfangen zu bauen. Mir wäre ja kein Holz hier reingeworfen, Alter. Das Feuer geht gleich schon wieder aus. Ihr seht selbst. Wie, du willst es rund bauen? Ich ja, es ist doch im Moment eckig, du Nasenbär. Siehst du das denn nicht? Sag mal. Freunde, ihr seht es mittlerweile selbst. Er ist wieder. Er trinkt ja auch keinen Kaffee, du musst wach werden. Du. So. Türrahmen. Ja, warum kann ich keinen Fensterrahmen bauen aus Glas? Was soll das denn? Schon wieder leer hier, ne? Ja, das ist ja auch bescheuert. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh Mann, diese scheiß Beete gehen mir auf den Sack. Das Fenster, ey. Ja, aber warum kann ich keinen. Kannst du nicht mal hier Beet-Typi sein? Alter, wo muss ich das immer machen? Scheißladen hier. Ich dachte, hier kann man auch so eine Glaswand und dann mit Fenster. Das ist ja auch völlig bescheuert hier wieder. Nein, also das wäre viel zu einfach. Da kannst du nur eine Holzwand bauen oder was? Nein, Fenster kann man auch bauen. Jetzt mach keinen Unsinn da. Ja, Fenster kann man bauen, aber keinen Glasrahmen. Was ist denn ein Glasrahmen? Verstehe ich nicht.
Ja, so, du kannst so ein Glasfenster kannst du nur in eine Holzwand reinsetzen. Nein, 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 da habe ich was. Warte mal, bist du sicher? Ich gucke, ja. Ich glaube, damit habe ich was gesehen. Moment. Du musst nach unten scrollen. Unten sind die Glassachen. Siehst du das nicht? Er ist ja, da oben bei der Holzdinger, ist er, Leute. Unglaublich. Nein, ich bin doch da unten. Aber es gibt keinen. Natürlich, Glasfenster rund steht da. Das sieht man doch. Baby. Glasfenster, ja, aber. Du kannst das Glas, du kannst eine, du brauchst ja dafür eine, so eine Einbuchtung fürs Fenster und die gibt's nur aus Holz. Nein, der baut die Wand mit dem Glasfenster zusammen. Steht doch da. Du brauchst keine Einbuchtung. Nee, also hier mit dem Fenster, die ich gebaut habe, geht das nicht. Du klickst rund, auf Glasfenster. Rund mit Fenster, ja. Ja, so, ne? Augen auf beim Eierkopf, auf die Möwe, die brauche ich auch noch, ne? Knall dir gleich einen rein. Ja, das ist also das Ding, was du brauchst, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch nur so ein halbes. Nein, es gibt doch nur eine Wand mit Fenster. Oder ohne. Das ist, du brauchst halt eine Wand mit Fenster. Und das ist das Ding ja, ne? Und ja, wenn du an der Ecken baust, brauchst du die Runde halt. Runde. Ja, aber ne, aber so eine Wand mit Fenster, das gibt's halt nicht. Verstehst du das nicht? Verstehst du mich nicht? Guck mal rein bei Wände. Guck mal normal rein bei normale Holzwand. Da hast du einmal Fenster im Dings, im Menü. So, und dann hast du da so eine Ausbuchtung. Und da kannst du ein Fenster reinsetzen. So, und das hast du bei Glas hier nicht. Verstehst du nicht, was ich meine? Doch, jetzt schon. Aber das brauchst du ja nicht, weil dann nimmst du halt ein Glasfenster. Weil das Fenster ist dann die Wand mit. Weißt du, wie ich meine? Nein, das geht halt nicht. Das habe ich dir erzählt. Ich habe auch ein paar Fenster im Gepäck. Du willst das hier komplett rund bauen? Ach so, du meinst, das Glasfenster ist dieses kleine Fenster für die Holzwände zum Reinmachen. So, ja, meinst du. So. Ja, meine Güte, ey, das dauert aber lange bei dir heute Morgen. Nö, wer ist ein Unverfroren halt, Freunde? Warst du gestern noch uns Also, wie du willst das hier noch weiter rund bauen? Dann brauche ich ja gar nicht weiter bauen. Das ist ja Quatschkram. Du musst ja wieder alles umsetzen. Dann gibt's wirklich nur die Fenster, kannst du nur an der Ecken machen dann, weil der dann die Wand mitmacht, denke ich mal, oder? Ja. Das weiß meine ich gar nicht, genau. Naja, ist das auch eine normale Wand, ey, wer weiß. Also ein normales Fenster. Mein Gott, ist das kompliziert hier. Leute, ihr seht selbst Subsistence halt. Aber ich finde, das reicht doch so, oder willst du es noch runder haben? Das reicht doch so, wenn die Ecken rund sind. Nein, ich will das nochmal ein bisschen umbauen, aber du verstehst es sowieso nicht. Aber ich brauche immer Ressourcen. Du machst ja auch noch nicht mal den Ofen, Alter, ey. Warum willst du das denn umbauen? Ja, weil wenn ich jetzt das da oben rund mache und du machst da die eckigen Fenster, weißt du, dann hast du nachher, obwohl du kannst, den Turm ist eckig, ne, oder? Ja. Also du darfst nicht zu viel eckig bauen, glaube ich, deswegen. Oh, jetzt sind die Holz. Das ist doch hier rund. Mewe! Runder geht sowieso nicht. Ich mach dich gleich rund, mein Freund. Mewe. Rund ist hier immer eckig. Ich weiß nicht, warum die das rund nennen. Kannst du gucken hier, rund, Glasdecke rund. Da sind Ecken drin. Da ist nichts rund. Ja, weil ich dachte, der macht das Fenster gleichzeitig eine Glasfensterwand. Ist ja logisch dann, weißt du? Ja. Aber er macht nur dieses kleine Fenster, Leute. Versteht ihr? Das meint die Möwe. Er kann sich nur nicht ausdrücken, so. Ja, das habe ich doch gesagt. Du hast mir nicht richtig zugehört. Möwe, hast du schon wieder deine komische Whisky-Schokolade da am Start, oder was? Nee, ich gebe dir gleich mal Whisky-Schokolade. Warte mal, wo bist du denn? Möwe, ich hacke Holz, weil du die Öfen ja immer ausgehen lässt, ne? Ja, ist klar. Er ist ja auf dem Dach und sonstig, Leute. Und wir sind hier mal Malochen, Leute. Ihr seht selbst. Wenn das was ganz sieht da oben, doch. Der wird richtig sauer sein. Frag ihn mal nach Ressourcen, wir haben keine, sag mal. Wieso, hat er geschrieben oder was? Nö. Ja, dann machen wir das so mit der Tür, ne, und so. Dann wollen wir uns nur noch eine Stunde nachmittags mal Zeit. Oh Gott, ey. Ihr seht selbst rein, ne? Oh, ich hab einen Hasen. Und einen Huhn habe ich auch, mein Gott, los. So. Fühlt euch wie zu Hause, ihr beiden Hübschen. Strom und Masse ist toppi tippi. Das ist gut. So, ich mache nochmal Masse. Ich will die Masse auf 300 haben. Leute, ihr seht's. Oh, die Wand ist kaputt. Wurden wir angegriffen, sag ich mal? Welche Wand? Ja, hier, die gebrannt hat vom Molotow-Cocktail. Die sieht ziemlich kaputt aus. Jetzt darf ich anstatt Bretter wieder Holz in den Öfen schmeißen. Also die Öfen geben mir auch auf den Sack. Du musst mal Kohle, warum gehst du eigentlich mal wieder nach unten da in den Bunker da?
Ja, da gehen wir zusammen hin. Da sind bestimmt mittlerweile schon 6 Deadlifts da unten. Meinst du? Ja, bestimmt. Es gibt es, es oh, gibt Benzin mein, aus, gibt's hier keinen Fahrstuhl oder was, ey? Möwe! Wieso geht denn jetzt hier Benzin aus? Tatsächlich, wir haben kein Benzin mehr. Oh, jetzt sind, Ja, mehr darf ich aber davon ausgehen. Aber mein Spiel wird irgendwie immer unstabiler. Ich habe hier nur noch 30 FPS, ey. Oh shit, dann dürfen wir nicht mehr so viel bauen, ne? Ja. Ich hab's schon ein bisschen runtergestellt, alles. Ich musste langsam mal irgendwann wieder nachrüsten hier mit meiner. Was brauchst du denn Technik, da? Ey. Ich hab ja auch noch. Was brauchst du denn? Ich hab immer so viel Zeug liegen hier. Ich hab keine Ahnung. Eine Grafikkarte, ich weiß nicht was. Ich glaub, Grafikkarte brauche ich bald eine neue. So, jetzt erst dich mal satt hier, du Knecht. Also dem Rechner dürfte das eigentlich noch nichts ausmachen. Toma. Die Grafikkarte ist jetzt halt auch schon ein paar Tage älter, ne? Ja, wie das Härchen halt, ne? Möwe. Wir müssen auch mal Metall machen, Leute, hier, weil die Möwe braucht gleich für die Fenster und so auch immer dieses scheiß Metallzeug, ne? Ja, Metallwaren. Ja, meine ich ja. Ach, die brauchte ich ja auch. Ich hatte doch was vor zu bauen, Leute. So, ich will jetzt auch mal weiterbauen. Ich habe keine Lust, diesen Alltagsscheiß hier zu machen. Wir müssen eigentlich eine Person einstellen, die das hier macht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Glasdach gibt's auch. Hast gesehen? Schräg und rund ja, und so. Voll geil. Bei Metallwaren. Ja, da müssen wir sowieso noch was überlegen, dann so eine Luke nach oben bauen oder so. Oh, die mache ich gerade. Ist ja Gedankenübertragung. Eine Glasluke, aber ne. Ne, sowas gibt's nicht. Ne? Weil dann müssen wir mitten im Glasdach eine Holzluke setzen, das ist auch ein bisschen blöd. Fenster rund mit Fenster, Türrahmen, halb, Viertel, rund, halb, rund. Ne, es gibt da keinen Zugang, Alter, oder? Ich sehe den nicht, du. Schade. Deswegen muss der Boden aus Holz sein, dann sieht das nicht ganz so dämlich aus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Boah, wie lange dauert das denn, um hier hochzulaufen, Leute? Ihr seht selbst, ich kriege hier einen Drehwurm. Oh, Möwe! Und da liegt er auf seinem Liegestuhl und macht nichts. Ne, ich hab's gewusst, Leute. Guckt den euch an, da steht er so. Oh, da kommt Olli. Ja, ja. Nein, du machst ja, wir wollen noch ein rundes Dach machen, Mann. Nicht solche Dächer. Die sind doch scheiße. Wie ein rundes Dach? Das ist da kommt doch hier noch rund. Das ist doch viel zu knapp. Die Ecke. Stößt man sich an den Kopf, Alter. Das muss alles noch eine Stufe höher. Ach, Quatsch. Mann, wenn du auf Glasdach gehst, da unten, da gibt's das Glasdach schräg, rund und so. Weißt du, die Dinger, die sehen geil aus. Die hat Vaskan auch gebaut, oder? Genau? Mein Schnucki-Pupsi? Berli? Ach so, meinst du? Yeah. Da stößt man sich auch nicht den Kopf so, weil das dann alles höher ist, der ganze Scheiß, weißt du? Ja, gut, dann baue ich die wieder ab. Dann müssen die irgendwo anders hin. Dann kommt hier eine so eine Glasplatte hier hin. So, ja, Leute, wir bauen hier dann mal ein bisschen um, ne? Wie war das denn noch? Wie war der nochmal abbauen? Zerlegen. Was ihr hier, ist alles nicht so einfach, Leute, echt. Ist alles nicht so einfach, ich sag's immer wieder. Müsste das Ding weg? Ach, scheiße, ey. Ja. Das ist voll schwierig, Mann. Nee, das müsste ich eigentlich hier machen, ne, Leute? Oder? Das bedeutet, wir bräuchten hier eine Plattform. Sehe ich das richtig, Freunde? Ich glaube schon, ne? Dach. Ein Dach? Oh nee, jetzt fehlen mir Seile, Alter. Ich kotze gleich. Hast du noch Seile? Dieses dreckige Tauwerk ist leer, Alter. Nee. Doch, hab noch. Hier.
Nein, was machst du denn hier? Du sollst den Glasdinger wegmachen. Also ich bin noch am Bauen, ey. Oh, das ist sag mal. Das ist doch cool, diese eine. Ja, weil ich bin doch hier gerade am Bauen noch, Leute. Das wird alles umstrukturiert. Ich glaube, du solltest echt mal unten anfangen. Hier unten sind wir doch fertig, nicht hier oben. Hier oben sind wir noch nicht fertig. Das ist richtig hier? Ich hoffe. Ja, toll, ja, ist klar. Ist was sind jetzt deine Seile, Mann? Ich brauche die doch, du Knaller. Oh, Freunde, ihr seht selbst. Ja. Da oben, der obere Bereich ist meiner zu bauen. So. Nee, wohl bestimmt nicht. So, hier ist die Dachluke. Jetzt geh mal runter da. Jetzt probier die mal aus, die Dachluke. Oh, das sind die Seile. Geh mal runter und probier mal aus jetzt hier. Los, runter den Leiter. Runter den Leiter. Kannst du mal ausprobieren. So. Freunde, ihr seht es vermutlich selbst. Die Milf hat Höhenangst. Muss ich das blöde Dach da wegnehmen? So, jetzt wieder in der Hand nehmen? Oh. Das ist schwierig, Mann, ich sag's euch. Und jetzt muss ich das nach unten irgendwie. Ich hoffe, das hält jetzt. Jawohl. So, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache. Hallo. Milf. Dann können wir nämlich das Ding hier auflösen, Leute. Das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Versteht ihr? So, die Löcher müssen wir zumachen. Aber so einen Glasboden können wir hier auch hinmachen. Sieht auch cool aus. Naja, gut, geht, ne? Kann man alles von unten sehen. Treppe hier, die muss den auch weg, ne, Leute, oder? Aber auf jeden Fall hier in meinem RAM speichern, so kann es nicht liegen. Da habe ich genug. Hier, er baut erstmal die Treppe ab, dass ich nicht mehr runterkomme. Hast du noch Gläser? Kannst du ja mal da reinsetzen. Nee, eins habe ich noch. Wo meinst du, wo reinsetzen? Achso, ne, das Loch da. Wo, in welches Loch? Nee, Hier oben meinst du, hier. Da sind ja nur zwei Löcher. Ach Leute, ihr seht es vermutlich mittlerweile. Selbst. Ulimul. Oh, ich muss hier ja auch noch dicht machen, ne? Shit. Na toll, jetzt habe ich den natürlich andersrum gebaut. Oh nein, das sieht ja total doof aus. Guck mal, Freunde, die Milf, der Hightech-Architekt. Jetzt macht er die Plattform gleich weg, obwohl er draufsteht und fällt runter, Leute. Ich wette. So ist er drauf, Freunde. Ihr kennt ihn nicht anders, ne? Er kennt ihn nicht. So, langsam wird es aber echt hier ganz schön viel gebaut, ey. Das macht Spaß, das Bauen, Leute. Ohne Scheiß. Wenn das Sammelmann nicht wäre, ne? Das blöde Sammeln nicht wäre. Und das müssen wir gleich wieder. Sonst müssen wir hier uns Ressourcen woanders her besorgen, Freunde. Geht das? Guck mal. Kommst du da hoch und runter? Ja, ne? Ja, super, super, super. Oh, Milfe, hast du das gesehen? Man kann das einklappen, während er da hochläuft. Ich bin schon frisch rasiert, sieht man das nicht, oder was? Nee, das ist wieder neu gewachsen, coole Sache. Ja, außerdem hast du ein milchiges Visier, man kann deine Augen gar nicht sehen. Milfe, ich habe überhaupt kein milchiges Visier, also das hört sich aber auch an, Freunde. Ja, jetzt müssen wir hier aber auch zusehen, dass wir hier bald Schutzmauer umzumachen, weil sonst könnte das mal zu Irritationen führen. Ja, deswegen will ich ja die Mauern da unten, das Stockwerk. Kannst du da nicht schon mal was bauen oder so? Vor allem denkt man, hier ist Glas und da ist überhaupt kein Glas, da fällt man direkt runter, ey. Das ist voll der Scheißboden, ey. Milfe! Freunde, ihr seht es mittlerweile vermutlich selbst. Also um die Plattform rund zu machen, das wollen wir ja machen, ne? Müssen wir natürlich hier noch zwei Dinger dahin machen. Also 1, 2, 3. Oh Gott, wir brauchen noch so viel. Milfe, ich brauche unbedingt. Jetzt sind die Nägel alt. Wir können überhaupt nichts bauen, ey. Das ist voll ätzend hier. Das ist jetzt so ätzend teuer. Das macht so Spaß hier zu bauen und sowas, ne? Man kann ja wirklich geile Sachen hier nachbauen und so. Aber Freunde, ihr seht es mittlerweile vermutlich selbst. Ist einfach zu teuer.
Ich will dich nur mal diesbezüglich darauf hinweisen, mein Freund. Du achtest auch nicht immer auf die Holzrichtung, ne? Wegen, wenn man von unten hochguckt, oder was meinst du? Ja. Na, definitiv achte ich da nicht drauf, weil wir noch gar nicht fertig sind mit dem Baum. Ich wollte dich nur mal darauf hinweisen, bevor du immer hier die anderen Leute beschimpfst. Ja, also das Glas, da fällt das ja nun wirklich ein bisschen auf, ne? Ja, hier beim Holz überhaupt nicht. Ja, Freunde, Wer? da sehe ich das wieder selbst. Also wir sind links da, wo die Möwe jetzt Glas baut. Das müssen wir alles umbauen. Du bist zu früh dran, Mann. Du kannst doch jetzt noch nicht da oben anfangen zu bauen, Alter. Du musst unten anfangen zu bauen. Da, die Außenfassade kannst du machen, ne? Wo die Leiter hochgeht irgendwie. Ja, Der ganze Turm ist aber. ja, der Turm ist ja eigentlich fertig soweit, ne? Aber da oben, da bin ich ja noch am Bauen. Hier seht ihr das? Das Ding ist schief, Alter. Da muss noch eine ganze Reihe muss weggebaut werden. Oh. Ja, da hat er nicht richtig rangebaut, ich sehe es auch, Warte ja. mal, da ist ein. Na, blöd ist, dass man die Dinger nicht wieder in den Rucksack packen kann. Man muss ja mal mit einem Ding dann wieder Oh, runterlaufen und ja. so weit ist das Fenster gar nicht. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Ja, also wir sind links, sind wir eine Reihe weiter raus als rechts. Das sieht natürlich total dumm aus. Ja. Oder wir verkleinern den Kreis da oben. Das geht auch, ne? Dann nehme ich die Dinger von da irgendwie. Ich muss schon wieder nach oben laufen. Wir müssen das mal gucken. Ach, hier ist alles tot und verbrannt. Ja, ist klar. Scheißspiel. Möwe! Hier sterben alle Viecher. Das Ja, Fleisch ist das ist so. angebrannt. Das Feuer geht wieder aus. Also das nervt echt, ey. Ich will jetzt hier in Ruhe spielen, Leute, und nicht immer hier diesen Scheiß machen. Hier. Oder was hast du dazu? Vor allen Dingen haben wir keine Asche mehr, weil ich daraus diese blöden Hirsche machen musste, ne? Diesen Klebstoff, Leute. Also alleine hätte ich keine Lust, Subsistence zu spielen, oder? Mal ehrlich. Was hast du dazu? Nee. Alleine ist ein bisschen heftig, Mal ne? kurz anfangen und dann machst du dein viereckiges kleines Haus da und dann bist du auch schon erledigt, weil du siehst, dass alles kaputt geht, ne? Aber das ist zu viel, das geht zu schnell, Mann. Der Entwickler muss was tun. Nur noch 8 Tomaten, oh mein Gott. Was ist das für ein Vieh? Achso, der läuft ja, lol. Da haben wir schon Warum ist komplett. denn der Boden eigentlich höher wie die Wand? Hä? Ja, Masse haben wir komplett, Freunde. Also irgendwas hast du hier auch ganz konstrukttechnisch komisch gelöst hier. Ich bin doch noch gar nicht fertig da oben, Mann. Oder was meinst du? Wir haben ja auch keine Seile. Ich kann da nicht weiterbauen. Dann kannst du doch nicht meckern, Mann. Ich bin dann lange nicht fertig. Kann doch nicht abgenommen werden, das Haus. Nee. Das hast du auch schon gemerkt, ne? Das stimmt dann. Oh, jetzt wird's dunkel oder was? Ich glaube, es hackt, Leute, ey. Oh, Ja, Freunde, ihr nee, seht's selbst. ey. Scheiße. Ich gehe Holz hacken. Ja, Freunde, aber letztendlich, guck mal. Ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn es fertig ist, ne? Ich glaube, ich mache da oben den Bereich. Der ist hier riesig jetzt, ne? Ich glaube, den machen wir kleiner einfach nur um eine Fläche. Dann brauchen wir nicht so viel Sachen. Also das ist schon sehr teuer, ne? Ja, man kann jetzt wieder nichts sehen, Nein, was drin alles ist. gut. Oh, alles gut. Was sagst du so einfach? Also ich bin da noch unzufrieden. Das sieht scheiße aus. Absolut. Naja, wir sind halt noch nicht Ja. fertig, Leute. Ja, willst du Tschüss sagen oder was? Oh, das Ja, war. liebe Freunde, das war's wieder mit der nächsten Runde Subby Systems mit der LP Schmiede und dem Mr. Chaos, Freunde. Ihr seht selbst. Oh nee. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Baukonstrukt, kurios und furios. Ja,